Grüezi miteinander bei einem neuen Commentary von eurem Casebrood. So, Leute. Ihr seht hier Titanfall. Wahrscheinlich schon zum etlichsten Mal, denn im Moment wird ja YouTube gerade ein bisschen mit Titanfall vollgestopft. Denn die Beta ist halt gerade am Laufen. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt auch mal ein Gameplay. Denn es war so, bis gestern war noch Closed Beta und von gestern bis morgen, glaube ich, ist Open Beta. Sprich, von gestern bis morgen kann jeder zocken und vorher konnten es halt nur solche, die eingeladen wurden. Und ich wurde nicht eingeladen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt gestern das runtergeladen, am Abend noch kurz 2-3 Runden gezockt und jetzt heute, mal zwei, drei Stunden oder so habe ich es, glaube ich, jetzt gespielt. Und ich bin echt begeistert von dem Game. Ich habe hier ein Sniper-Gameplay, das irgendwann in der Mitte einfach abgebrochen wird, wegen irgendwelchen Server-Fails wahrscheinlich, oder kein Plan, was das Problem war. Aber es lief ganz gut hier in dem Gameplay. Und deshalb habe ich gedacht, ich zeige euch das zuerst und dann noch ein komplettes, damit das Video nicht zu kurz ist, weil die Runden gehen echt schnell vorbei, jedenfalls im Team Deathmatch. Aber auch im Eroberungsmodus, oder wie man das nennen will. Also, es ähnelt schon sehr Call of Duty, muss man dazu sagen. Also, das ist natürlich nichts Schlechtes in dem Sinne. Vor allem, da ich finde, es ist wie Call of Duty mit den meisten Macken allerdings gelöscht in dem Sinn. Also bei COD zum Beispiel finde ich persönlich die Killstreaks in gewissen Teilen zu einfach zu holen für das, was sie dann grundsätzlich sind. Zum Beispiel ME2. Wenn man da einmal eine 7er Killstreak hat und man hat den Harrier, dann ist es schon ziemlich sicher, dass man auch den Chopper Gunner kriegt, den man mit 11 Kills bekommt. Jedenfalls, wenn man sich ein bisschen verkämmt. Und hat man dann erst einen Chopper Gunner, dann regnet es erst richtig Kills. Also, ne, und hier ist es halt die Killstreak, kann man sagen, ist eigentlich der Titan oder der Titan. Und was ich halt ganz cool gemacht finde, der Titan kriegt jeder. Also nach 4 Minuten kriegt man den Titan. Aber wenn man Kills macht, dann wird die Zeit verringert. Das heißt, jeder hat ihn mal und es ist nicht so, als ob jetzt irgendwie nur die guten Spieler Titans haben können. Und außerdem sind die Titans echt saugeil balanced. Also die Piloten sind zwar im direkten 1 gegen 1 ganz klar unterlegen, was die Titans angeht, aber wenn der Pilot, also sprich quasi, wenn man nicht im Titan ist, wenn man da ein bisschen aufpasst und geschickt spielt, dann kann man auch easy als Piloten-Titan vielleicht mal zerstören. Also es ist nicht so, dass man jetzt im Titan so richtig OP wäre. So, übrigens hier jetzt kommt gleich der Serverabsturz und Achtung, und hier, ja, ich, naja, war ein bisschen schade, aber ich fand den Teil bis hierhin lief so geil irgendwie. Naja, ich glaube, ich spiele hier aber wieder Sniper, wieder die gleiche Map. Ich weiß noch nicht, wie die Maps heißen, geschweige denn wie die Waffen heißen. Allerdings gibt es in der Beta 5 Waffen, die man in der Klasse ausrüsten kann. Es gibt eine Shotgun, es gibt ein Sturmgewehr, es gibt eine MP, es gibt eine Sniper und es gibt diese Auto-Aim-Pistole, die ja echt gerade alle am Ausrasten sind, deswegen. Und dann gibt es noch, ich weiß nicht genau, wie das dann im Endgame aussehen wird, also im kompletten Spiel. Dann gibt es noch so Sammelkarten, die man kriegen kann. Immer nach einer Runde kriegt man ein paar Karten. Unten rechts sieht man jetzt zum Beispiel Select a Card, das ist schon wieder weg, aber egal. Das sind so Karten, die man sich ausrüsten kann und dann kann man maximal 3 ausrüsten. Zum Beispiel ist dann eine Karte die Bolt Action Sniper, die macht dann zum Beispiel One-Shot. Und dann kann man während dem Game, kann man halt so eine Karte einsetzt und dann kriegt man diese Waffe fürs nächste Leben in dem Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ich denke ehrlich gesagt, dass diese Waffe dann allerdings im kompletten Game quasi, quasi als Standardwaffe ist, wie man sie halt ausrüsten kann. Weil man nämlich auf diesen Karten auch Waffen haben kann, die man jetzt schon ausrüsten kann, irgendwie. Okay, ist jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht. Grundsätzlich kann man aber sagen, in der Beta sind
mehr Waffen drin als die, die man der Klasse ausrüsten kann, aber man kann sie nur ausrüsten, wenn man sie quasi gedroppt bekommt, so in dem Sinn. Ist ein bisschen komplex, wenn man es nicht selber spielt, um zu erklären, aber naja. Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt eine One-Shot-Sniper, halt eben eine Bolt-Action dann, und ich habe hier jetzt halt die Semi-Sniper, weil das die einzige ist, die man ausrüsten kann. Aber auch die Semi-Auto ist ziemlich geil, wie ich finde. Ich glaube, ein Schuss macht 60 Damage einem normalen Spieler und es gibt ja quasi KI-Gegner, also so eine Art wie Minions in irgendwelchen MOBAs, also zum Beispiel wie in League of Legends halt, die Viecher, an denen man Geld verdient, so in dem Sinn, die irgendwie jetzt mit MOBAs nicht so bewandert sind. Und die laufen halt auf der Map rum. Und die sind echt schwach. Aber das Geile an denen ist halt, dass man sich quasi nonstop irgendwie an irgendetwas auf... Also man farmt mehr oder weniger die ganze Zeit Gegner ab. Und was daran das Geile ist, ist halt, dass man... Es kommt einem so vor, als wäre man alles am Auseinanderfetzen, obwohl es eigentlich in dem Sinn gar nicht so stimmt. Also, es ist ein 6 gegen 6 Spiel, also es sind maximal 6 Spieler im gegnerischen Team. Und der Rest auf der Map sind dann Bots. Aber ohne Scheiß, ich hatte zuerst so ein bisschen Bedenken, dass es zum Beispiel so wird, wie das früher in Battlefront 2 war, wenn man da einfach gegen Bots gezockt hat, dass man einfach alles auseinanderräumt. Aber es ist echt nicht so, also man stirbt oft genug und die Bots sind nicht zu, es sind nicht zu viele Bots, da nicht zu wenig, es ist ziemlich, von mir aus gesehen, ziemlich genau perfekt abgestimmt. Also mir gefällt die Idee sehr gut, vor allem da auch Anfänger dann, zum Beispiel wenn jetzt die Anfänger halt nie einen Spieler töten könnten, weil sie halt schlechter sind wie derjenige und der sie immer auseinander nimmt, dann haben sie immerhin die Bots da, die sie auseinanderfetzen können. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch schon Runden. Hier übrigens ist jemand an meinen Titan gesprungen und ich habe den dann drauf geknallt. Ich hatte zum Beispiel auch schon Runden, wo ich irgendwie einen Piloten, also einen Spieler quasi getötet habe, aber dafür irgendwie 30 Bots oder so, und das ist mir persönlich eigentlich gar nicht groß aufgefallen, dass ich so wenig Spieler getötet habe. Es ist wirklich so ein richtig cooles System, wie ich finde, und ziemlich gut umgesetzt, in meinen Augen. Also, ich kann Titanfall vor allem Leuten schon mal empfehlen, die vielleicht jetzt neu so ins Shooter-Business einsteigen wollen oder so, weil das ist echt eine coole Mischung, wie ich finde, und ich muss auch sagen, 6 gegen 6, da trifft man nicht nonstop irgendeinen Spieler, der einen auseinanderfetzt. Also, das ist jetzt in COD, da ist es ja auch 6 gegen 6, allerdings sind da meistens die Karten kleiner wie in Titanfall und dann gibt es eben die Bots nicht. Und wenn man dann da quasi nonstop gegen Spieler kämpfen muss, kann ich mir das für einen Anfänger relativ schwierig und auch mühsam vorstellen, weil, naja, Motivation hat man ja nicht, so ein Spiel zu zocken, wenn man nur am Verrecken ist. Und ich denke, das ist hier wirklich ziemlich gut für Einsteiger, allerdings auch für solche, die halt schon länger Shooter zocken. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich froh, dass ich Battlefield 4 nicht geholt habe und mir dafür das Geld hierfür ausgezahlt habe, oder wie man es nennen will. Ich habe das Game nämlich schon seit etwa 2 Monaten vorbestellt. Und ich muss echt sagen, zum Glück habe ich mir das vorbestellt und nicht Battlefield 4. Also, ich denke, mit diesem Spiel werde ich mehr Freude haben, wie mit den meisten Shootern in den letzten Jahren. Allerdings wird man das natürlich dann noch sehen. Ich habe jetzt in 2 Tagen Max-Level erreicht in der Beta. Das ist Level 14, das hat man zwar auch relativ schnell. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn das im Hauptspiel dann genau gleich funktioniert, dann werde ich da bestimmt eine Weile dran sitzen, bis ich das Spiel auf die Seite lege. Ja, so, hier ist dann mein letzter Tod. Ganz am Schluss von der Runde ist dann immer folgendes, man hat zum Beispiel verloren, da muss man sich in so ein Evakuierungsraumschiff retten. Und wenn man das schafft, kriegt man nochmal extra Punkte. Und die Angreifer, die halt gewonnen haben, bei denen ist das Ziel, das Evakuierungsraumschiff zu zerstören und halt alle Piloten, die sich retten wollen, zu killen.
Ich bin hier leider gestorben, wir haben auch leider verloren. Der Grund sind vielleicht Leute wie dieser hier, der hier einfach auf dem Dach campt und rumsniped, ohne irgendwas zu versuchen. Aber naja, meine Stats sind 9 Pilot Kills, 1 Titan Kill, 30 Minion Kills und 3 Deaths. So. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein paar Titanfall Gameplays in den nächsten Tagen bringen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.